Weiter geht's mit Gothic 2, die Nacht des Raben. In der letzten Folge haben wir die nette Frau hier in Corinnes abgegeben. Wir stehen jetzt vor Corinnes, weil ich jetzt gerade rausgegangen bin, da in Corinnes die Leute immer so viel am Schwätzen sind und mich dabei unterbrechen, wenn ich hier die Einleitung mache. Ich habe auch was gemacht in eurer Abwesenheit. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Ich habe hier so ein bisschen Ordnung gemacht im Inventar. Ich habe diese ganzen Münzen ausgeleert, da war jede Menge Gold drin. Ich habe die Felle an Bosper verkauft und ansonsten noch so ein bisschen Plunder ausgemistet. Sprich, verkauft. Ich will nochmal was schauen, denn wir benutzen ja aktuell die Klaue Belias, das ist unser Schwert. Aber wenn wir das machen, was ich jetzt gerade vorhabe, dann nochmal ein bisschen Stärke trainieren, dann können wir auch die andere Waffe benutzen. Und zwar den Sturmbringer. Die Sturmbringer ist eine Zweihandwaffe. Allerdings ist unser Zweihandskill noch nicht ganz so gut ausgebildet wie der Einhandskill. Ich werde es trotzdem mal probieren, denn die Klaue Belias hat ja hier nur einen Schaden von 101 und Chance auf Extraschaden 34, wobei ich nicht weiß, 34 Extraschaden oder 34% auf Extraschaden? Keine Ahnung, ich denke mal eher 34 Extraschaden. Und wenn man das mal zusammen addiert, muss ich nicht der Hellste sein, um zu wissen, dass der Sturmbringer mit 150 trotzdem mehr Schaden macht. Wir können ja trotzdem weiterhin die Klaue Belias updaten, wenn wir mal an einen Schrein Belias vorbeikommen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt wirklich 150 Stärke habe, dann können wir auch den Sturmbringer benutzen. Dann haben wir hier noch Betty, die wollte ich nicht verkaufen. Aber gut, weil die Betty ist eine Einhandwaffe, genau wie die Klaue Belias, aber der Sturmbringer ist eine Zweihandwaffe. Dafür müsste natürlich die Reichweite höher sein. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, lasst uns mal weitermachen. Ups. Dann habe ich hier auch schon mehrere Kommentare gehabt, ich soll mal zu Martin gehen und dort die oberste Option anklicken, da geht es um eine Aufgabe. Allerdings funktioniert das noch nicht, denn die Aufgabe ist noch nicht ganz erledigt, kannst du mir ruhig glauben, das ist so. Wir müssen da noch weitermachen. Wenn ich da jetzt hingehen würde, dann würde er sagen zu mir, also wenn ich da jetzt weitermachen soll, brauche ich schon handfeste Beweise und die habe ich noch nicht. Das heißt, die Quest ist noch nicht beendet, wir müssen noch nicht zu Martin zurück. So, ich will erst noch mal kurz mit Vatras reden. Ich kenne den Standort unseres Feindes. Dann lass uns keine Zeit verlieren und ihn aufsuchen, bevor er zu uns kommt. Du willst mich begleiten? Ich habe lange darüber nachgedacht und bin mir meiner Sache noch nie so sicher gewesen, mein Freund. Es ist mir eine Ehre, dich an meiner Seite zu wissen. Wir werden uns im Hafen treffen. Lass dir nicht zu viel Zeit. Der Feind schläft nicht, mein Freund. Hör zu, Leute. Ich werde woanders gebraucht. Ich weiß nicht, ob ich zurückkommen werde. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, lest die Geschichte in den alten Schriften nach. Möge Adanos mit euch sein. Na gut, dann lassen wir Vatras mal von dannen schreiten. Und ohne gehässig sein zu wollen, mein lieber Vatras, ich glaube, die Leute wissen schon sehr gut, wie deine Geschichte ausgeht, denn sie haben sie wahrscheinlich schon sehr oft gehört. Gut, jetzt will ich hochgehen. Wir hatten eben gerade auch ein Level-Up gehabt. Boah, ich laufe schon wieder einen Mist zusammen, aber so müssten wir auch zurückkommen. Genau. Wir hatten gerade ein Level-Up gehabt, das heißt, wir haben wieder neue Lernpunkte bekommen. Jetzt möchte ich hier nochmal hochgehen. Und da noch ein bisschen Stärke trainieren, denn da war jemand, der hat es drauf gehabt mit Stärke, da kann ich bis zu 150 Stärke lernen. Trainieren viel mehr. Stärke lernen klingt so ein bisschen komisch. So, dann gehen wir mal weiter, der müsste da hinten sein, wo der Lord Haken ehemals war. Der steht jetzt aktuell darum, den will ich jetzt aber noch gar nicht ansprechen. Ich will jetzt mal da reingehen. Wir müssen vorher noch was anderes machen. Wir müssen mal unseren Gürtel ausziehen. Ich glaube, das war der Gürtel. Warte mal. Stärkebonus 5, genau. Ich ziehe mal den Gürtel aus. Da kann er uns nämlich noch trainieren. Andernfalls weiß ich nicht, ob er uns noch trainieren kann. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das war, aber der müsste hier irgendwo gewesen sein. Der war es nicht. Ingmar. Genau. Ich will stärker werden. Ich will stärker werden. Stärke plus 5 kosten 25 Lernpunkte. Und wir haben sie. Yeah! Das heißt, warte mal, ich will mir das gerade betrachten. So, wir haben eine Stärke von 145. Wenn ich meinen Gürtel anziehe, haben wir 150. Und das bedeutet auch wiederum, ich kann diese Sturmbringerwaffe nutzen. Ich habe das Hauptquartier der Orks ausfindig machen können.
Der oberste Kriegsherr ist gefallen. Das sind großartige Neuigkeiten. Das wird die Orks für eine Weile beschäftigen. Alle Achtung! Wenn wir noch mehr Ritter deiner Art hätten, wäre die bevorstehende Schlacht ein Zuckerschlecken. Hier, lass dir von unserem Gold deine Ausrüstung rechten. Dankeschön. So, jetzt dürfen wir nicht vergessen, den Gürtel wieder anzuziehen. Und das heißt, wir haben 150 Stärke und können den Sturmbringer nutzen. Oh yes, baby. Ich glaube, den habe ich früher zum Schluss, als ich es damals schon mal gespielt habe, auch immer benutzt. Allerdings war da auch mein Zweihand-Skill maximiert, das fehlt uns noch. Aber gut, Stärke haben wir jetzt eigentlich genug. Wir brauchen jetzt gar nicht mehr stärker werden im Spiel. Wir müssen jetzt nur noch eins machen, und zwar unseren Zweihand-Skill maximieren. Ich kann da gerade mal schauen. Der ist auf Meister 63% allerdings nur. Naja gut, muss noch ein bisschen höher werden. Aber wir wollen ja auf jeden Fall auch nochmal zurück zum Minental. Da sind dann noch jede Menge Orks, die auf die Schnauze wollen. Und das heißt, da gibt es auch noch jede Menge Erfahrungspunkte. So, wo waren wir in der letzten Folge stehen geblieben? Ich weiß, wir haben die Holde Maid abgesetzt, aber wir wollten eigentlich was anderes machen. Wir wollten nach den Orks schauen. Und wir haben auch noch eine Quest offen, mit die Schreine Innos zu reinigen. Okay, geht das wahrscheinlich auch irgendwie in besseren Deutsch. Da ist mir jetzt nicht so danach. Das hat er doch vorher gewusst. Jetzt gehen wir erstmal aus Korinnes raus und dann werde ich mal safen. Und dann werden wir mal auf die Karte schauen, wo denn der nächste Ork-Anführer ist. Die meisten habe ich schon erledigt. Aber es sind trotzdem noch ein paar übrig. Glaube ich zumindest. So, abspeichern. Da können wir ja auch quicksaven. Und dann schauen wir nochmal auf die Karte, die beim ersten Mal immer eine halbe Stunde lädt. Ja, es geht eigentlich. So, da oben im Wald müsste also noch jemand sein. Da unten, da ist der Bauernhof. Okay. Da müssten wir eigentlich schon alle haben. Das ist halt so das Problem. Ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal hier nach links und gucken da mal, was wir da so Schönes finden. Und wenn wir unterwegs Viehzeugs sehen, dann wird das natürlich erledigt. Denn wir brauchen ja die Erfahrungspunkte. Es wäre natürlich schön, wenn ich meinen Zweihand-Skill bis zur Überfahrt, also bis zu dem Zeitpunkt, wo wir zu dieser Insel fahren, noch ein bisschen maximieren könnte. Aber ich glaube, das müsste gehen. Also zumindest ein, zwei Mal haben wir sicherlich noch ein Level-Up, bevor wir zur Insel fahren. Und das kann ich dann natürlich alles in Schwertkampf reinstecken. Das ist ja klar. Gut, ich betrachte mir auch immer ganz gerne die Landschaft. Ich fand das damals, heute ist es ja nichts mehr Besonderes. Ich fand das damals, diese Berge und Täler, das fand ich so grandios damals immer. Heutzutage, wie gesagt, ist es ja mehr oder weniger normal. Damals fand ich es halt grandios. So, warte mal, ich schaue nochmal auf die Karte. So, der Ork Fuzzi müsste hier direkt vor uns im Wald irgendwo stehen. Zumindest sieht es so aus, aber da ist ein Berg. Vielleicht steht er auf dem Berg drauf oder so. Ich gehe mal ein bisschen weiter hier rüber. Vielleicht kommen wir da irgendwie auf den Berg. Und dann will ich von oben nach ganz zum Osten gehen. Denn da waren ja noch Anführer. Die haben in der letzten Folge links liegen lassen. Weil wir dann die Frau nach Korinis begleitet haben. So, Feinde sehe ich jetzt hier keine. Scheinbar schon alles dezimiert und auch nicht aufgefüllt worden beim Kapitelwechsel. So, jetzt sind wir hier auf dem Berg, aber da ist kein Ork-Anführer. Wir müssen noch ein Stückchen weiter. Der muss da sein irgendwo. So, dann bin ich mal gespannt, wie der Zweihand, wie der Zweihänder reinhaut. Der haut wahrscheinlich ziemlich gut rein. Die Frage ist, kann ich denn damit umgehen, mit dem niedrigen Skill, den wir haben? Ja, also irgendwie sehe ich es hier nicht so richtig, ne? Da könnte es sein, dass wir abstürzen, wenn wir hier weitergehen. Ja, solange es nicht zu tief ist, ist es okay. Da ist aber auch niemand. Wir müssten doch schon längst da sein. Ich schaue nochmal auf die Karte. Wir sind genau hier am richtigen Fleck. Vielleicht da unten irgendwo. Komm, gehen wir mal runter. So, das sieht nämlich so ein bisschen aus wie ein Weg. Und da steht auch jemand da vorne. Das ist er doch. Na, logisch ist er das. Da schläft er wieder. Naja, also man merkt es irgendwie, dass ich mit dem Zweihänder nicht so gut kann.
Ich muss es im Auge behalten. Wir probieren das natürlich noch ein paar Mal. Aber wenn ich natürlich mit dem Einhänder noch besser kämpfen kann, dann sollte ich nochmal umschalten. So, der hat auf jeden Fall wieder so einen Ring verloren. Die Ringe kann man abgeben, aber ich will erst alle zusammen sammeln, bevor wir die abgeben. So, ich weiß, ich laufe hier in die falsche Richtung. Da war kein Ork-Anführer mehr, aber wir können ja trotzdem mal so ein bisschen außen rumlaufen. Denn vielleicht sind ja dort noch ein paar Tiere, wobei ich jetzt hier mich sehr wundere, dass hier wirklich so wenig Tiere sind. Denn ich dachte halt, dass die beim Kapitelwechsel mehr oder weniger immer aufgefüllt werden, aber es werden gar nicht alle aufgefüllt, sondern immer nur ein Teil. Schaut euch mal an hier, das schöne Meer. Es gibt übrigens auch für Gothic 2 so ein Texturen-Pack. Leider habe ich damals, als ich mit dem Let's Play angefangen habe, noch nichts von dem Texturpack gehört gehabt. Sonst hätten wir das damit gestartet. Ach, guck mal, da ist noch so ein Sucher oder sowas, ne? Und man kann das nicht nachträglich installieren, ohne Gothic 2 neu zu starten. Schade eigentlich. Na, mein Freund? Da ist er. Wir werden dich töten. Ja, oder so, ne? Kriegst es auf jeden Fall trotzdem auf die Schnauze. Ja, also irgendwie klappt es mit dem Zweihänder nicht so. Ich werde jetzt doch nochmal was anderes testen. So, ich werde jetzt mal umschalten auf die Betty. Achso, da habe ich. Dafür habe ich Geschicklichkeit. 88 Punkte zu wenig. Ja gut, dann die Klaue Belias wird mir weiterhin zu Dienste sein. Ich hau mir mal so einen Heiltrank rein jetzt. Und ich glaube, wir sollten uns auch nochmal. Oder wir sollten nochmal speichern. Ihr wisst ja, wie das ist bei Gothic 2. Ein falscher Schritt, dann stürzt sich wieder irgendwo ab und dann kannst du wieder von vorne anfangen. So, warte mal. Ich weiß, wir gucken heute mehr auf die Karte wie was anderes. Da oben müsste noch ein Ork-Anführer sein, wenn wir jetzt hier weitergehen. Ah, da haben wir doch was. Na Jungs, ihr seid hoffentlich keine Feuerwarane. So, die verlieren jeweils Krallen. Wenn die so auf einem Haufen liegen, da ist auch noch ein Kurzbogen, dann hast du manchmal das Problem, dass du nicht alle erwischst. Nichts zu holen. Da sind noch zwei. Aber ich glaube, das war's. Okay. Da ist nichts zu holen. Sehr schön. Was ist denn hier? Da liegt noch ein bisschen Gemüse auf dem Boden, ne? Bolzen, Armbrust. Das volle Programm. Sehr schön. Wir gehen einfach mal da weiter. Da lag noch eine Axt. Guck mal, hier ist Nebel. Grüner, giftiger Nebel. Und da, was ist denn da? Oh, oh. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal waren. Ich werde vorher sicherheitshalber mal abspeichern. So, ist ganz schön dunkel hier drin. Tut mir leid, wenn ihr nichts seht. Da vorne ist ein Gitter. Ja, und das war's. Da kommen wir nicht weiter. Keine Ahnung, was ist denn da hinten? Ich würde das ja gerne mal weitergehen. Ach, da ist eine Winde, warte mal. Womit denn? Mir fehlt der entsprechende Gegenstand. Liegt hier vielleicht noch so ein Stock rum, mit dem man die Winde bedienen kann? Die Ratten werden den wohl kaum einstecken haben. Die Ratten haben nur Fleisch einstecken. Wo bekomme ich den her? Hier liegt auch wirklich nichts mehr rum, keine Kiste oder sonst was. Ich will da jetzt reingehen, Mensch. Keine Ahnung. Oder die liegt davor. Das kann natürlich auch sein. Dann müssen wir alles da genau absuchen. Ich bin mir nicht sicher, wo die liegt. So, gucken nochmal hier. Da liegt so ein Wagen. Rostiges Schwert. Bolzen. Ja, Pfeil. Aber von der Winde keine Spur. Also, ihr wisst schon, diese... Nicht die Winde. Die Winde steht ja da drin, sondern... So ein Teil, mit dem man diese Winde bedienen kann eben. Ich ziehe besser mal mein Schwert. Ich weiß nicht, was da oben ist. Da ist auf jeden Fall wieder ein Weg. Wir sind auf dem richtigen Weg zum letzten Ork-Anführer. Wieso überhaupt zum letzten? Ich glaube, das müsste so langsam der letzte gewesen sein. Ich schaue nochmal auf die Karte.
Ein bisschen weiter. Und dann leicht links halten. Da können wir vielleicht sogar hier hochgehen. Komm, das machen wir mal. Das ist schon geil, ne? Wenn man so als Held jetzt mittlerweile sind wir ja ein richtiger Held, kann man hier so richtig schön durchmarschieren. Was haben wir hier? Oh, das sieht aber böse aus irgendwie, ne? Und da schon wieder. Mindcrawler. Da unten sind Skelette. Schinken. Ja, ich hoffe ja immer noch, dass wir hier so einen Stab für die Winde finden. Ich glaube es allerdings nicht. So, jetzt gehen wir mal zu den Skeletten. Na komm. So. 300 Erfahrungspunkte. Ich scheine stark gewesen zu sein. Ich merke das gar nicht, weil ich sie trotzdem immer niederhaue. So, hier geht es auch noch weiter. Eine Truhe. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, 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 links. 150 Gold und ein bisschen Gemüse. Sehr schön. Ich ziehe besser direkt mein Schwert. Was ist hier? Ein Zweihänder. Was ist das für ein Zweihänder? Naja, 105. Kann man eigentlich vergessen. So, jetzt gab es einen kleinen Schnitt. Ich musste mal gerade niesen. Das muss auch mal sein. So, und wir gehen natürlich die Höhle weiter rein. In die Höhle weiter rein. Mal schauen, ob da noch irgendwas Interessantes ist. Hier ist leider auch nichts mehr. So, jetzt gab es schon wieder einen Schnitt. Ich bin jetzt schon wieder gestört worden. Blöde ist nur, dass ich vergessen habe, hier so lange auf Pause zu drücken. Und jetzt haben wir exakt 6 Minuten verloren. Das heißt, ich war gerade 6 Minuten AFK gewesen. Und da geht natürlich hier in Gothic 2 die Zeit weiter. Das heißt, es wird dann schon langsam wieder dunkel. Aber gut, warte mal. Ich muss mich jetzt wieder konzentrieren. Hier war der Ausgang. Hier waren wir noch nicht. So, das heißt, warte mal. Ich habe das Schwert schon gezogen. Da kommt noch eine kleine fiese Ratte. Ja, auch nichts drauf. Vorne ist noch eine Kiste. Und ich glaube, wir sind eben gerade an einem Heiltrank vorbeigerannt. So, links. 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 Rechts. Rechts. Links. Links. Rechts. 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 Links. Jo. Naja. Das habe ich auch schon mal besser hier sehen, ne? So, die Riesenratten, die haben noch so ein bisschen Fleisch dabei. Ziehe ich ihn mal gerade unter der Haut hervor. Ist ja ekelhaft. So, da haben wir noch was. Bolzen. Naja, was waren da noch? Noch mehr Bolzen. Ja, gut. So viel legendäre Sachen waren jetzt hier nicht unbedingt drin. Aber okay, wir haben auch eine weitere Höhle untersucht. Ist ja gar nicht so verkehrt. Es ist noch hell draußen. Gott sei Dank, 6 Minuten wäre jetzt auch ein bisschen schnell gewesen. Und hier geht es noch weiter hoch. Wo auch immer wir da rauskommen werden. Ich meine, ist mir schon klar, dass ihr natürlich schon wieder Bescheid wisst, wo wir da rauskommen. Wahrscheinlich da bei diesem Schrein. Ja, sieht so aus hier, ne? Ich will mal auf die Karte schauen, ob das hier der richtige Weg ist zum Ork. Ja, der muss da oben im Wald sein. Und wenn er da ist, dann haben wir den auch noch nicht. Denn da waren wir ganz sicher noch nicht. So, müssen wir gucken. Vielleicht ist er gar nicht alleine. Nee, da sind noch mehr Orks dabei. Gut, direkt abspeichern. Wenn wieder 6 Orks auf einmal ankommen, dann war es das schon wieder gewesen. So, komm. Scheiße! Schnell, schnell, schnell! Ach Leute, ist doch ein Scheiß hier! Mann, 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 du. Der Kryor wieder hier völlig stumpfsinnig draufgeschlagen. Der liegt da schon länger da, oder? Toter Novize. Der scheint noch nicht so lange da zu liegen. Der ist ja noch prall gefüllt mit Zutaten. So, und wir haben einen weiteren Orkring. Und ich glaube fast, das war der letzte. Ich weiß,
dieser Kampf eben, das tut mir sehr leid, das muss ausgesehen haben, also völlig plump, gefühllos. Ich habe erst gedacht, die Orks sind schlauer geworden, weil die ständig ausweichen, weil die ständig abblocken, bis dann der eine hier hinter dem Stein stehen geblieben ist und irgendwie nicht weiterkam. Dann habe ich gesehen, okay, scheinen mir doch nicht schlauer geworden zu sein. Aber gut, okay, wir haben weitere Orks. Ich hau mir jetzt nochmal Heiltränk rein. Ich tue mich jetzt nicht per Mana heilen, sondern einfach nur per Heilspruch. Per Heiltrank meine ich natürlich. So. Wohl bekommst, mein Lieber. Und wir schauen nochmal auf die Karte. Ja, wenn er denn irgendwann mal lädt. So, die haben wir. Dann gibt es da vorne noch zwei. Und ich glaube wirklich, ansonsten haben wir alle. Okay. Das heißt, wir machen mal schnell. Wir laufen den Weg weiter. Zu den letzten zwei Ork-Anführern. Ich bin mir nicht sicher. Eins kann sein, dass wir einen von den beiden schon erledigt haben. Aber ich will jetzt trotzdem hier nochmal rumgehen. Das schadet ja wahrscheinlich nichts, wenn man nochmal so einen kleinen Rundgang macht hier in Korinnes. Also vor Korinnes, in diesem Wald. Und alle möglichen Gegner platt macht, die hier noch so rumlaufen. Ist ja alles unsere Erfahrung. Und wie gesagt, mein Ziel ist es eigentlich, noch mindestens zwei Level aufzusteigen. Bevor wir zur Insel fahren, damit ich hier ein bisschen meinen Zweihand-Skill noch maximieren kann. So, gucken wir mal kurz da hinten, ob dieser Droll wieder da ist. Den habe ich ja schon mal kalt gemacht, aber der ist wahrscheinlich weggeblieben, der kommt nicht neu. Aber ich erinnere mich dunkel, da ist keiner mehr, leider. Dass es hier doch auch noch weiter ging, oder? Da hinten oder so. Da waren wir doch auch schon. Da haben wir bestimmt schon alles erledigt. Also so an Gegnern meine ich jetzt natürlich. Und wenn ich jetzt, hallo? Und wenn ich jetzt von da aus... Was ist denn hier los? Mann, oh Mann, oh Mann. Weißt du, haut alles kurz und klein, aber... Wenn da eine Stufe ist, 2 Zentimeter hoch, kommt dann nicht mehr drüber. Ja, das dann hält vielleicht, du. So, die Zeit ist eigentlich schon wieder rum. Ist egal. Machen wir eine kleine Zugabe heute. Da haben wir auch noch einen Schrein. Innos. Beten. Ich will beten und spende 100 Goldstücke. Stärke plus 1. Ich will beten und spende 100 Goldstücke. Innos, danke für dein Gebet, du Schwein. Ich will mehr Stärke haben. Mann, oh Mann, oh Mann. Geht es an jedem Schrein oder was? Das wäre natürlich fett. Das wäre natürlich fett, aber ich glaube nicht. So, da hinten geht es auch weiter. Da können wir ja vielleicht sogar aus dem See außen rumlaufen. Weil da müssen wir ja hin in die Richtung. Ach, ich finde das so geil, diese Welt hier von Gothic 2. Das ist schon gigantisch. Und es ist ja auch so, dass man in diesem Let's Play längst nicht alles sieht. Man kann da auch so viel probieren. Ich weiß noch damals... Oh, guck mal, eine Steintafel. Ich weiß noch damals, als ich Gothic 2 gespielt habe, dann habe ich es erstmal ganz normal durchgespielt gehabt. Und nachdem ich dann fertig war mit dem Durchspielen, habe ich nochmal gewisse Stellen reingeladen und einfach Sachen probiert, ja. Ein bisschen was geändert. Ich habe mich dann auch mal diesen Söldnern angeschlossen und so und den Magiern. Also ich habe das früher wirklich ewig lange gespielt, als es rauskam. Natürlich ist es mittlerweile auch schon wieder über 10 Jahre her. Deswegen kann ich mich natürlich an vieles nicht mehr erinnern, das ist ganz klar. Aber ich weiß halt noch, wie ungefähr das war. Und das war schon der Hammer. Bei Gothic 1 war das damals ganz ähnlich gewesen. Irgendwie ist meine Nase gerade ein bisschen verschnupft. Ich muss mich dafür entschuldigen. Das war auf jeden Fall genauso geil gewesen. Da stehen die 2 Feuerbrane noch. Den werde ich mich gleich mal widmen. Beziehungsweise ich will nochmal auf die Karte schauen. Ah, okay. Der Ork-Anführer ist noch eine ganze... Ecke entfernt. Dann werde ich mich erstmal diesen Varanen widmen. Ja, das war schon ein gigantisches Spiel. Ich glaube, wie gesagt, Gothic 2 oder Gothic 1 ist eines meiner persönlichen Highlights im Leben. Es gab kein Spiel, was ich so oft gespielt habe wie Gothic 1 und 2. Ultima Ascension war noch dabei damals. Und ganz früher Commodore 64, da habe ich immer Elite gespielt. Okay, jetzt geht's auf die Mütze, Leute. Da braucht er gar nicht rumzukronzen. So, und ich bin jetzt mal auf diese Feuerwarane gespannt. Die müssen da hinten irgendwo
den, wenn ich da vorbeikomme? Ja, da vorne. Das heißt aber, ich werde auf jeden Fall mal abspeichern vorher, denn ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden das Feuer macht. Da sind noch zwei von diesen Blutfliegen. Vielleicht kann ich ja den irgendwie einzeln pullen, ne? Da grunzt er schon. Na, dreht sich aber um, der Sauhund. Das wäre mir ganz recht, wenn nur einer kommen würde. Naja, es geht, ne? So viel Schaden macht das Feuer gar nicht. Und deswegen gibt's direkt auf die Mütze. Haha, der haut schön ab hier, Sau. Der Held brennt. Aber das macht nichts. So, warte mal, ich will mal gerade schauen, ob die was dabei haben. Ja, Klauen haben die dabei, die können wir wieder verscheuern. So. Die Klauen eines Feuerwarans ist gar nicht verkehrt, ne? So, und was gibt's hier als Belohnung für die zwei Feuerwarane? Ja, nix, ne? So wie das aussieht hier. Keine schöne versteckte Truhe. Gar nix. Gibt's da? Da ist doch hier noch eine Höhle. Möglicherweise haben wir die Höhle schon leer gemacht. Ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Die gibt es vermutlich übermorgen. Ich will das jetzt so machen. Es war jetzt die Woche so, dass es immer mal wieder Lücken gab. Dafür habe ich manchmal zwei Folgen am Tag hochgeladen, also jetzt nicht von Gothic. Herr der Ringe Online ist ja aktuell am Start. Da habe ich zwei Folgen hochgeladen, einmal Gothic, einmal Herr der Ringe Online. Oder Guild Wars 2 in Herr der Ringe Online. Aber ich will das jetzt in Zukunft so machen, dass es nur noch eine Folge am Tag gibt. Dafür aber wirklich jeden Tag was. Und nicht mehr zwei Folgen und dafür dann mal zwei Tage Pause oder so. Sondern jeden Tag eine Folge. Mal gucken, ob ich das so durchhalte. Wäre auf jeden Fall mein Ziel, wenn das klappen würde. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen bei Herr der Ringe Online. Beziehungsweise übermorgen bei Gothic 2. Also, macht's gut, bis dann.